wenn sowas so ist, halt. Gehen wir zu unserem lieben Freund Joe. War nicht zu Hause. Erst dachte ich, er würde sich nur verspäten. Also ging ich noch was essen. Zwei Stunden später war Joe immer noch nicht da. Es wurde langsam dunkel und ich fing an, mir Sorgen zu machen. Ich beschloss, ihn zu suchen. Oh, oh. Das ist jetzt aber gar nicht gut. 6 Stunden später. Vielleicht ist Joe bei Eddie im Falcon. Hier ist auf jeden Fall nicht. Ach du Scheiße, ich habe kein gutes Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Joe dasselbe widerfahren ist wie Henry. Mehr oder weniger. Nur, dass die sich diesmal die Ausrede über einen Bundesagent sparen können. Das Schöne ist natürlich, nach 6 Stunden bin ich irgendwie immer noch gesucht. Natürlich. Nachdem ich geschlafen habe mal, also nach 8 Stunden eigentlich schon, glaube ich, meine ich, ja. Hat er doch gesagt. Nach 2 Stunden war er immer noch nicht da und jetzt 6 Stunden später. Ja, also nach 8 Stunden wollen die mich immer noch suchen, aber natürlich, nachdem ich einmal geschlafen habe, nicht. Ergibt Sinn. Man schläft ja auch mehr, ne? Ist logisch, klar. Schlafen tut man länger, natürlich, klar. Ergibt sowas von keinen Sinn, dieses ganze Spiel. Aber gut. Oh, wie toll Mafia 1 war. Oh, wie toll Mafia 1 war. Wie scheiße dieses Spiel im Vergleich dazu ist. Dieses Spiel kommt sowas von überhaupt nicht an Mafia 1 rein. Ran. Das ist unglaublich. Und Mafia 1 wurde auch schon 2K gemacht. Das ist so unglaublich. Echt. Man glaubt es nicht. So, wie weit ist das? Ach, ist ja direkt um die Ecke. Also nicht mal. Ist nicht mal eine Ecke. Aber, so. Irgendwie weiß ich, dass Joe nicht bei Eddie sein wird. Ich weiß es. Ich weiß es einfach. Vito, gut, dass du hier bist. Du hast gehört, was passiert ist? Nein, was ist los? Henry ist tot. Was? Die scheiß Chinesen haben ihn am helllichten Tag in Stücke gehackt. Wieso? Und du bist also völlig ahnungslos. Henry wollte mich an einem Geschäft beteiligen, aber ich wollte nicht. Was ist passiert? Nun, Henry ist, naja, war dumm. Er machte Drogengeschäfte mit den Tongs. Er wusste, dass das nicht okay ist und wurde erwischt. Carlo gab ihm einen kleinen Denkzettel und sagte, damit wär's erledigt. Aber die Schlitzaugen haben Henry gelinkt und ihm mitten im Park die Lichter ausgeblasen. Scheiße. Man sollte keine Geschäfte mit Reisfressern machen. Das ist noch nicht alles. Das war kein Alleingang von Henry. Gestern haben irgendwelche Typen einen Haufen Schlitzaugen in Chinatown massakriert. Die denken jetzt, wir oder Vinci stecken dahinter. Vinci wird bereits von ihnen bedroht. Wenn das nicht schleunigst geklärt wird, stecken wir voll in der Scheiße. Bist du sicher, dass du nichts darüber weißt? Überhaupt nichts, ich schwör's dir. Ja? Was ist mit Joe? Wir waren die letzten Tage dauernd zusammen. Dann habt ihr ja Glück. Carlo ist gerade nicht in der Stadt, aber wenn er zurückkommt, wird's wohl unangenehm. Kein Wunder. Ich hoffe, du verarschst mich nicht, Vito. Und jetzt fragen wir ihn nicht nach Joe, oder was? Nö, wir fragen nicht nach Joe. Bei Giuseppe. Der kriegt so einiges mit. Na, er hätte eh nichts gewusst, so wie er uns gefragt hat. Oder er hätte uns einfach nicht verraten. Das ist jetzt schlecht. Aber der weiß, dass wir ihn verarschen. Der weiß es. Er weiß es nur nicht hundertprozentig, aber er weiß es. Das ist schlecht. Ganz schlecht. Also Eddie können wir nicht mehr vertrauen. Aber wie gesagt, gehen wir zu Giuseppe. Wie weit ist der weg? Oh, ist ja nicht so weit. Wenigstens geht das Karte öffnen hier schneller als in ja, einem Projekt, was ich noch nicht hochgeladen habe. Aber egal, so. Hier haben wir jetzt irgendwie ein Problem. Ah, okay. Wären die Cops jetzt hier abgebogen, hätten wir echt ein Problem gehabt, aber das ist ja zum Glück nicht der Fall.
So. Das ist jetzt schlecht. Okay, ist doch nicht schlecht. Wir können ja hier hinten parken. Und alles ist gut. So, aussteigen bitte. Dankeschön. Na, durch die Tür können wir nicht. Müssen wir draußen rumgehen, das ist aber nicht gut. Keine gute Idee. Wir sind schließlich Cops. Was? Wie? Doof. Hinten. Wie hinten? Ich war doch gerade hinten. Hinten geht nicht. Oh, die Tür. Scheiße. Fail. Egal. Giuseppe, hallo. Bin auch jetzt bleiben. Hey, Giuseppe. Ich suche Joe Barbaro. War er hier? Hallo, Vito. Ja, Joe war vorhin da. Also, ich suche ihn schon den ganzen Tag. Wo ist er hin? Hat er nicht gesagt, aber das konnte er auch nicht wissen. Wie bitte? Naja, er war auf der Suche nach Arbeit, aber bevor wir unser Gespräch beenden konnten, haben ihn ein paar Männer mitgenommen. Scheiße. Was? Wer? Vincis Männer. Sie haben gesagt, Mr. Vinci will mit ihm reden. Oh, scheiße. Wo sind die hingefahren? Weiß er nicht. Vielleicht in ihre Bar, das Mona Lisa. Scheiße. Stimmte was er nicht? Naja... Sagen wir mal so, wir stehen momentan nicht gerade auf bestem Fuß mit Mr. Vinci. Ja, Joe sah nicht glücklich aus. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ich muss rausfinden, was da los ist. Hoffentlich nichts Schlimmes. Viel Glück, Vito. Aber Giuseppe können wir vertrauen, das ist gut, so. Warte bene, Vito. Ach du Scheiße, das ist jetzt gar nicht gut. Nee, nee, das ist jetzt nicht sehr, sehr, sehr gut, ne? Ach du Kacke. So, okay, ist ja auch nicht so weit zum Glück. Oh oh. Ja, beeilen uns besser ein bisschen. Ja, zum Glück macht mich jetzt keiner an. Oh mein Gott, du bist über Rot drüber gefahren. Oh. Ja, ja, das ist der einzige Vorteil daran. Aber hey, ich habe niemanden, der das Feuer auf sich lenken kann. Das ist halt das Negative daran. Wow, leck. No. Gut. Yay, Mi fahren ganz schnell und so. Because I can. Wow. Ui. Ui, ui, ui. Was war das? Egal. So, wie weit noch? Okay, ist direkt hier vorne. Sehr gut, 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 sehr gut. Oh, und wir sind da. Ai, ai. Die Tür leuchtet. Das ist halt nichts Gutes zu bedeuten. Keine Bewegung, wenn du am Leben bleiben willst. Tag, Leute. Unglaublich, der Kerl traut sich was. Hocherfreut. Flossen schön ruhig halten. Hey, tu, was der freundliche Barmann sagt und lass den Scheiß, Vito. Also, dann leg erstmal schön langsam deine Knarren auf den Boden. Und keine Fisimatenten. Der gute Barmann hat den nervösesten Zeigefinger weit und breit. Bin unbewaffnet. Okay, und was führt dich hierher, Vito? Wir hatten dich gar nicht erwartet. Ich suche Joe Barbaro. Eure Leute sollen ihn mitgenommen haben. Schon möglich. Was soll der Blödsinn? Joe und ich haben euch nichts getan. Mr. Vinci ist da wohl anderer Meinung. Und deshalb hat er die ein oder andere Frage. Und Joe beantwortet sie ihm gerade. Und wo du schon mal da bist, kannst du ihm Gesellschaft leisten. Und wenn ich nicht scharf drauf bin? Dann muss ich eben nachhelfen. Außerdem, die Aussicht da oben ist toll. Mhm. Eben waren wir aber noch nicht unbewaffnet. Das ist interessant. Scheiße! Was geht hier vor, Joe? Die Arschlöcher sind nur kurz pissen. Toll. Aber kannst du mir erklären, was die Scheiße hier soll? Vinci, der alte Furz, kapiert nicht, was vor seiner Nase abläuft. Und meint, ich könnte es ihm erklären. Idiot. Ah, das glückliche Paar traut vereint. Willkommen, Vito. Was ist hier los? Warum tun sie uns das an? Warum? Warum? Erst die Kacke mit Leo. Dann bricht in der Stadt die verdammte Hölle los. Die Schlitzaugen laufen Amok. Alle fallen wie die Irren übereinander her. Und jetzt kündigen diese gelben Ärsche an, mich umzubringen. Es geht runter und drüber, verflucht. Ich bin zu alt für diesen Mist. Also erzählt ihr mir jetzt, was für eine Scheiße hier abgeht. Na los, ich bin ganz Ohr.
Mr. Vinci, ich weiß es beim besten Willen nicht. Glauben Sie mir. Ach komm. Joe und ich haben nichts damit zu tun. Die Tour kannst du sparen. Genau das wollte ich nicht hören. Tja, das ist Ihr Problem. Denn wir sind wirklich völlig ahnungslos. Was für ein Jammer. Na endlich. Jetzt aber schnell. Wir müssen was unternehmen. Gut. Vielleicht gibt das Rohr nach. Komm, hilf mir. Allein schaffe ich's nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Nochmal. Eins, zwei, drei. Yay. Leck mich. Dreckiges Asch. Wo sind meine Waffen? Komm her. Eben hatte ich noch welche. Was soll denn das? Ich will meine Waffe haben. Obwohl, nee, du kannst sie haben. Ich will gar nicht schießen. Ey, warum nimmt er die nicht auf? Ist er dumm oder so? Hey, eben hat er doch noch einen Colt gehabt. Warum hat er jetzt einen 3,8er Revolver? Was soll denn das? Was war das für ein Geräusch? Oh, oh. Ich kann sie leise killen, alle. Aber nur, wenn ich es nicht verkacke. Was? Sie haben sich losgemacht. Was zur Hölle? Warum ging das jetzt nicht? Warum ging das jetzt nicht? Ich verstehe es nicht. Echt nicht. Warum ging das nicht? Letzt war noch auf einmal leise ausschalten, linke Maustaste. Jetzt auf einmal ist es T. Was soll der Scheiß? Bei den Chinesen war es linke Maustaste. Ist doch dumm. Entscheid dich mal, Spiel. Bitte. Mann. Echt dumm. Egal, so schwierig war das jetzt auch nicht. Trotzdem blöd. So, und wie kommen wir jetzt hier runter? Eine Überlegung wäre es wert. Wo ist Barbara jetzt schon wieder? Hallo? Bin ich hier alleine oder was? Was soll denn das? Ne, da ist er. Er läuft mir nach. Oh, wie süß. Oh, da ist eine Treppe. Führt die auch nach unten? Ja, tut sie. Sehr gut. Scheiße, die sind Feinde. Nicht gut. Gar nicht gut. Aber irgendwie sind die dumm wie Stroh. Das finde ich gut. Wiederum. Was ich nicht gut finde, ist, dass die Waffen zacken wie nichts, wie sonst was. Ey. Ist doch doof. So, warte mal. Lass mich leben. Bitte. Das Arschloch hat ihn umgebracht. Moment. Logische Klarstellung. Wenn wir unbewaffnet hierher kamen, dann müssen meine Waffen noch irgendwo sein. In Sicherheit. Das heißt, die sind jetzt nicht für immer weg. Obwohl ich irgendwie im Gefühl habe, so wie ich das Spiel kenne. Oh, Mann. Nimm das, du Arschloch. Nee. Na toll. Damit der Vinci haben wir es jetzt auf jeden Fall auch. Verkackt. Wo kommt der denn her? Spawnt einfach hinter uns, der Sack. Holy fucking shit. Zum Glück ist Joe da, sonst könnten die mich flankieren. Das wäre gar nicht gut. Hätte er besser nicht machen sollen. Komm raus. Doof. Oh Gott. Ein Schuss und schon bin ich fast tot. Ja, das ist das Schlimme. Die Gegner können einen mit jeder Waffe, ist egal welcher, mit zwei Schüssen erledigen. Ich geb dir Deckung. Wenn man Pech hat mit einem. Das ist doch so doof. Echt. Och nö. Wo zum Teufel bist du hin? Hey, Junge! Toll. Warum steht da V dran? Was soll das? Und warum fängt es schon wieder an zu laggen? Nee, oder? Nee, oder?